Wir wollen doch alle Freiheit und glücklich sein. Was aber die Freiheit blockiert, ist die Unfähigkeit loszulassen. Wenn ich irgendwas unbedingt haben muss, kann ich eben nicht loslassen. Das ist die Methode, wie man halt Affen fängt. Vielleicht kennst du das. Man tut irgendwas, was der Affe mag, in ein kleines Loch rein. Und wenn er da hineingreift und eine Faust macht, dann kann er seine Hand nicht mehr da rausretten. Und so kann man ihn fangen. So funktioniert es auch bei Menschen manchmal. Du würdest sehr leicht Sachen loslassen, die für dich nicht so viel bedeuten. Wenn du einen One-Night-Stand hattest, und ich frage dich nachher, was ist eigentlich mit der Freundin oder was ist mit dem Jungen? Ich sage, ach, habe ich ja vergessen. Ist jetzt schon 2 Monate aus. Wenn aber die Person dir sehr viel bedeutet, intellektuell, sexuell, vom Seelischen her, alles passt, wenn die Person meldet sich dann auf einmal ein paar Stunden nicht, ist man schon total nervös. Was macht sie? Was macht er? Es gibt verschiedene Stärken, wie du an irgendwas festhältst. Weil sonst wäre das ja relativ einfach. Ich könnte dir sagen, okay, hier, ne, denk einfach nicht dran. Du würdest es intellektuell verstehen, du würdest sofort einfach loslassen. Das ist die erste, die einfachste Version. Das ist das, was man zum Beispiel in einer Beratung macht. Manchmal ist es aber schwieriger als das. Da kann man sich dann einfach mit einem Freund zusammentun und gegenseitig coachen. Da würdest du dann zum Beispiel sagen, okay, lass uns mal zusammen rausgehen, lass mal zusammen einkaufen gehen. Also, dass du einfach deine Aufmerksamkeit statt auf diese eine Sache fixiert hast, das machst du halt mit einer Freundin oder mit einem Freund. Da geht ihr zusammen raus und ihr macht dann zusammen irgendwas. Da ist dann der Freund oder Freundin einfach sowas wie ein Coach und sagt, okay, der pusht dich, um das zu machen, was du für richtig hältst. Manchmal ist es aber nicht so einfach. Manchmal ist es halt so, dass es lebensbedrohlich war, wenn du irgendwas losgelassen hast. Es gibt Momente, die so überwältigend sind, dass allein schon der Gedanke, irgendwas loszulassen, eine körperliche Reaktion auslöst. Es ist einfach nicht in deiner Macht, weil es dir so passiert ist. Und deswegen brauchst du jemanden, der die Kenntnisse hat, aber halt auch genug Kontrolle hat, um das Ding einfach zu machen. Du kannst dir gerne auch das Video anschauen über die Unterscheidungen zwischen Beratung, Coaching und Therapie. Wann welches am besten passt. Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, solange du an irgendwas festhältst, hast du deine Freiheit nicht. Da kannst du einfach dieses Glücklichsein nicht greifen. Du kannst ja heute versuchen, einfach deine Aufmerksamkeit auf irgendwas Neutrales zu packen. Eine Wand oder das Wasser. Geh einfach irgendwo hin. Einige Leute sagen, das ist Ablenkung. Das ist nicht Ablenkung, sondern das ist einfach Verantwortung und Kontrolle zu übernehmen über deine eigene Aufmerksamkeit. Du packst deine Aufmerksamkeit auf Sachen, die neutral sind, die nicht so überwältigend sind, die dich nicht so packen. In dem Moment kannst du schon automatisch loslassen. Das ist die einfachste Version. Probier das aus. Und wenn das halt immer wieder zurückkommt, dann ist irgendwas, was einfach viel mehr Bedeutung hatte. Und das solltest du dir genauer anschauen.